New York, die Stadt mit der wohl eindrucksvollsten Kulisse der Welt. Sie ist leerer geworden. Immer noch bleiben die Touristen aus und immer noch gilt der Einreisestopp für internationale Gäste. Ein Fluch für viele, deren Geschäft am Boden liegt, wie für den deutschen Tourguide Olli Grieb. Wenn wir jetzt schauen, wie ist es denn dieses Jahr, April, sein leerer Terminkalender. Was für die einen ein Fluch ist, ist für die anderen ein Segen. Denn die New Yorker selbst genießen ihre Stadt ganz neu. Das hier erinnert einen daran, warum New York so toll ist. Es ist eine totale VIP-Zeit für alle New Yorker. Endlich kann man überall normal laufen, ohne dass man den Leute rennt, die alle Fotos machen. Aufgrund der Stadtflucht stehen Tausende von Wohnungen leer. Doch auch das haben sich die New Yorker zum Vorteil gemacht. Wir hatten überhaupt nicht vor, umzuziehen. Wir haben uns zum Spaß diese Wohnung angesehen und dann dachten wir, warum nicht? So einen Deal kriegen wir nie wieder. Doch zurück zu Olli. Der Würzburger Olli Grieb ist seit 6 Jahren Stadtführer für Deutsche. Mit seiner Firma Olli Day Tours bietet er Insider-Sightseeing-Touren an. Dabei versucht er, jeden Sonderwunsch zu erfüllen. Ob eine Helikoptertour bei Nacht, eine Radtour über die Brooklyn Bridge oder eine Foodtour durch Brooklyn. Zum Package gehören immer auch Fotos und Videos. Olli ist mit Leib und Seele für seine Gäste da. Doch dann kam Corona. Die Flughäfen machten dicht. Deutsche dürfen nur noch ins Land, wenn sie eine Green Card haben oder eine Sondergenehmigung. Die Tourismusbranche bricht zusammen. Mit dem 13. März, Freitag der 13., nicht zu vergessen, da kam ja das Schließen der Grenzen und damit konnten keine Gäste mehr kommen. Und dementsprechend habe ich dann gut 250 Tourtage, die in den weiteren Monaten geplant waren, komplett verloren. Ein Einkommensverlust von rund 100.000 Dollar. Und in seinem Terminkalender sieht es weiter düster aus. Denn noch ist nicht klar, wann der neue US-Präsident die Grenzen wieder öffnen wird. Der zweifache Familienvater übernimmt die Rolle des Hausmanns. Seine Frau, angestellt in der Pharmaindustrie, hält die Familie finanziell über Wasser. Einmal die Woche geht Olli mit einer Kamera bewaffnet alleine durch die Stadt und bietet seine Touren live auf Facebook an. What's going on right now? Servus und grüßt euch. Hier ist der Olli, euer deutschsprachiger Guide in New York City. Heute nimmt uns Olli mit und führt uns zu einem der Orte, der normalerweise eine Massenvergnügung ist. Die Schlittschuhbahn am Bryant Park. Bis zum März kann man dort zwischen Hochhäusern umsonst Schlittschuh laufen. Ein beliebter Touristenmagnet. Normalerweise wäre jetzt hier eine richtig lange Schlange, denn hier geht's zur Eisbahn. Jetzt ist das alles leer. Selbst hier drüben das Karussell. Das ist leer und da ist keiner. Das wäre jetzt wirklich belebt hier. Die Leere, die für Ollis Business ein Fluch ist, ist für die New Yorker selbst ein Segen. Mackisha kommt bereits zum zweiten Mal in ihrer Mittagspause hierher. Müsste man anstehen, wäre das nicht möglich. Es ist normal nie so leer. Letzte Woche war ich das erste Mal in der Saison hier. Und da war es noch leerer als heute. Ich konnte alleine meine Runden drehen. Das war wunderbar. Es ist eine harte Zeit für alle, aber endlich genießen alle wieder ein bisschen das Leben und das macht mich glücklich. Nach einem extremen 2020 trauen sich die New Yorker wieder auf die Straße, aber sie tragen überall Maske, drinnen und draußen, sogar zum Joggen oder Spazieren gehen. Nicht nur deswegen sind die Infektionszahlen in New York geringer als in anderen US-Bundesstaaten. Letzten März fühlte es sich furchtbar an, etwas vorm Gesicht tragen zu müssen, vor allem zwei Masken übereinander. Jetzt haben wir uns alle daran gewöhnt und es ist total normal geworden. Ich bin aus LA gekommen, weil hier viel mehr Leben ist. Ich musste mal raus und was anderes sehen. New York fühlt sich einfach lebendiger an als LA. Museen wie das Metropolitan Museum of Art konnten wieder geöffnet werden. Nur ein Viertel der Besucher dürfen kommen und sie müssen ein Zeitfenster im Voraus buchen. Alle sagen, New York ist tot. Ich hasse das zu hören, denn New York ist lebendiger als jemals zuvor. Zumindest für uns New Yorker. Das Tolle ist, man kann jetzt ins Museum gehen und das Museum ganz für sich alleine haben. Ich finde es toll, dass wir New Yorker uns nicht haben unterkriegen lassen. Besonders in der schlimmen Zeit, als wir den Lockdown hatten. Wir haben monatelang mit unseren Nachbarn abends geklatscht. Ich habe dabei meine Nachbarn überhaupt erst kennengelernt.
Alle versuchen, die Situation so gut es geht zu bewältigen. Der Central Park ist für die New Yorker zum Sportzentrum geworden. Auch wenn Fitnesscenter wieder mit 30-prozentiger Kapazität geöffnet sein dürfen, New Yorker machen ihren Sport lieber an der freien Luft. Auch das Entertainment ist nach draußen verlagert. Es ist traurig und schön zugleich, denn manchmal denkt man, New York ist nicht mehr wie früher. Aber dann geht man in den Park und sieht, wie alle zusammen Spaß haben. Das macht Hoffnung, besser als letztes Jahr. Für Künstler und Musiker ist der Central Park nicht nur zur Bühne, sondern zum Überlebensraum geworden. So wie für Drummer Sizen Griffin. Ich hatte eine große Tournee geplant, bevor die Pandemie anfing, und dann wurde alles gecancelt. Es ist hart für uns Musiker, es geht an die Psyche und man wird faul. Sizen hatte vor der Pandemie Buchungen für TV-Shows und hat bereits für die Blumen Group, Bobby Brown und sogar Dua Lipa Schlagzeug gespielt. Durch die Pandemie brach alles weg. Sein Gig im Central Park hält ihn finanziell über Wasser. Dort verdient er bis zu $2000 pro Wochenende. Auch der New Yorker Immobilienmarkt leidet unter der Pandemie. Tausende von Wohnungen stehen leer. Die deutsche Maklerin Eti Kahn, die seit 8 Jahren für eine renommierte Immobilienfirma arbeitet, bekommt die Krise am eigenen Leib zu spüren. Wohnungen, die ich normalerweise innerhalb von Tagen vermietet hatte, auf einmal saßen die auf dem Markt, wochenlang, manchmal sogar monatelang. Also ich hatte richtig tolle Wohnungen. Aber die Leute haben sich um was anderes gerissen, als es, was es gab. Sie wollten entweder einen Balkon oder einen Garten oder einen Rooftop. Und die meisten Wohnungen in New York haben das nicht. Viele Familien mit Kindern sind aus der Stadt geflohen. Viele Studenten wieder zurück zu ihren Eltern gezogen. Typische New Yorker Wohnungen wie diese im 4. Stock ohne Aufzug finden keine Interessenten. Auch wenn sie in einem der begehrtesten Stadtteile New Yorks in Chelsea liegt. Diese Wohnung hat vor der Pandemie 3.150 gekostet. Mittlerweile sind wir bei 2.500 und sie steht über 30 Tage auf dem Markt. Vorher hat sich diese Wohnung über $3.000 innerhalb von Tagen vermietet. Und der Unterschied ist die Pandemie. Und der Grund, warum diese Wohnung sich so schnell vermietet hat, ist nicht nur, weil es eine Spülmaschine gibt, sondern auch wegen dem Luxus von Washer und Dryer. Weil in New York ist das nicht üblich. Was für die Maklerin Eti Kahn ein Fluch ist, ist für viele New Yorker wie diese beiden Jungarchitekten ein Segen. Eigentlich hätten sie nicht umziehen müssen. Aber aus Neugierde haben sie sich von Eti diese Wohnung zeigen lassen und dann einfach zugeschlagen. Vor 2 Jahren wäre dieses Apartment für uns zu teuer gewesen. Jetzt, nachdem der Markt sich geändert hat, zahlen wir ungefähr das Gleiche wie für unser altes Apartment. Deshalb sind wir umgezogen. Diese Wohnung ist zwar mit 55 Quadratmetern nicht viel größer als die andere, doch sie hat mehrere Dachfenster, einen Blick auf die Straßencafés Chelseas und genug Platz, um sich auch im Homeoffice mal aus dem Weg zu gehen. Die Architekten teilen sich den Mietpreis von $2.900 im Monat. Eti geht davon aus, dass die Mietpreise allgemein sogar noch weiter sinken. Bis New York wieder boomt, wird es ihrer Meinung nach noch mindestens 2 Jahre dauern. Leute werden zurückziehen, es werden immer neue Leute kommen. New York City ist ein Magnet und das wird sich auch so schnell nicht wieder ändern. Dass New York ein Magnet ist, merkt auch Olli. Bei seinen Facebook-Live-Touren schalten sich jeden Montag fast 2000 Leute zu. Und die ersten Buchungen für 2021 hat er auch bereits. Die ersten gebuchten Touren sind schon im März. Ob die Gäste kommen dürfen, das ist natürlich ein großes Fragezeichen. Olli hofft, dass das Einreiseverbot spätestens im April aufgehoben wird. Denn dann kann er wieder loslegen. Und vielleicht müssen sich die New Yorker ihre Stadt dann wieder mit den Touristen teilen. Eine Stadt mit einem ganz besonderen Flair.